Frauenfußball-WM Achtelfinale. Niederlande, der Europameister gegen Japan. Die Niederlande gewinnt das Achtelfinale 2 zu 1 durch zwei Elfmeter. Wir haben in der 70. Minute Martens mit einem Elfmetertor. 43. Minute gleichen die Japaner durch Hasegawa aus. Und in der 90. macht Martens den zweiten Elfmetertreffer. Statistisch gesehen relativ ausgeglichen, aber in den Achtelfinale muss es einen Sieger geben. Das war jetzt die Niederlande mit dem besseren Ende. Glückwunsch. Wir haben 12 Schüsse von beiden. 5 von den Niederlanden aufs Tor, 4 von Japan aufs Tor. Die Niederlande hatte 54% Ballbesitz, währenddessen die Japaner nur 46% hatten. Die Niederlande hatte mehr Schüsse, um genau zu sein, 69 Schüsse mehr, hatte 2% höhere Passgenauigkeit, um genau zu sein, 80% haben sie. Beide Teams haben 8-mal gefoult, Japan hat eine gelbe Karte bekommen. Die Niederlande war 2-mal abseits, Japan nur einmal. Also verdienter Sieg für die Niederlande. Damit war jetzt das letzte Spiel des Achtelfinals. Jetzt sind wir im Viertelfinale. Und da haben wir folgende Partien: Norwegen-England, Frankreich-USA, Italien gegen die Niederlande und Deutschland gegen Schweden. Glückwunsch an alle Teams, die weitergekommen sind.